Wie würde sich die Gemeinde Steinen verändern, wenn jede jeder machen könnte, was er sie will? Wahrscheinlich würde die neu gewonnene Freiheit in einer ersten Phase dazu genutzt werden, um den Bestand zu verdichten mit Anbauten unterschiedlichster Gestaltung. Daneben könnten sich auch neue Wohn- und Lebensformen ansiedeln, beispielsweise eine Wohnwagen- oder eine Containersiedlung direkt beim Bahnhof. Neben diesen kleinteiligen Strukturen ist es auch denkbar, dass sich großteilige Strukturen ansiedeln, wie etwa ein Hochhaus. Auch der historische Dorfkern wird sich entsprechend verändern. Der Bestand wird durch kleinteilige und großteilige Strukturen verdichtet.